nachdem wir ein Buch veröffentlicht haben über Dampfloks und Icarusbusse, war mein Ansinnen, dass wir auch mit einem Icarusbus fahren können. Darum habe ich mich seit Januar, Anfang dieses Jahres quasi bemüht. Das gab sehr viele Schwierigkeiten, aber heute findet es statt. Wir fahren mit einem 66er Icarusbus in Bad Belzig, eine Rundfahrt um Bad Belzig und ich hoffe, dass wir dann im nächsten Jahr auch eine Fahrt machen können, die dann in Wittenberg startet und in das Umland von Wittenberg, und dafür ist die Fahrt heute auch ein bisschen in Vorbereitung. So, herzlich willkommen an Bord des Icarus 66. Wer das Nummernschild deuten will, sieht also daran, dass es Baujahr 69 ist, deswegen die 669, also die ersten beiden Sechsen für den Typ, die 6 und die 9 fürs Baujahr dazu. Zur Historie, erstmal der Bus natürlich, ganz klar. Der Bus ist ein original Belzer Bus, war bei der Karl Kühne KG, hier ein privates Omnibusbetrieb in den 70er Jahren, und Karl Kühne ist aber Anfang der 70er Jahre wie so viele andere 72 verstaatlicht worden. Kurz vorlehnen. Obwohl wir den zu damaligen Zeiten leistungsfähigsten Motor drin haben, den 6-Zylinder Schönebecker mit 180 PS, das Auto hat nach wie vor die Stadtübersetzung drin. Das heißt also, bei 60 km/h ist Ende Gelände. Im Umkehrschluss fährt er sich fast wie ein Bus mit Automatikgetriebe, weil, übertrieben gesagt, könnte man fast im fünften Gang anfahren. Da hat er also so viel Drehmoment, dieser Motor. Die Unterzüge hinten am Scheunentor, am Arsch, wie wir immer gesagt haben, sind so verstärkt. Es hat ja welche gegeben, die haben den Schönebecker in den originalen Icarus reingesetzt, ohne was zu machen. Und dann ist auf Deutsch gesagt wirklich hinten das Heck abgebrochen, weil der Motor einfach zu schwer war gegenüber dem Originalmotor, dem Chapel-Motor mit 145 PS. Gibt so einen lustigen Spruch, die Ungarn bauten einen Bus und nannten ihn dann Icarus. Dann bauten sie noch einen Motor, das war ein Crapel, den nannten sie Schädel. Der Schönebecker zieht also ganz praktisch durch. Wesentliche Arbeiten hier hat der Verein gemacht, die Kollegen gerade in der Vorbereitung. Aber das ganze Finale bis hin in die Lackierung, bis hin in die komplett aufgearbeiteten Sitze, die überarbeiteten Sitzgestelle hat die UMSA, also Omnibus Sanierung in Güstrow gemacht, der ehemalige KIB Güstrow, der ja in der Branche an den Stellen einen guten Ruf hat. Wer den 180er Icarus von Chemnitz inzwischen mal gesehen hat, der ist auch bei der UMSA in Güstrow gemacht worden. Zwei Worte noch zu mir. Ich habe mich vorhin schon beim Versprecher geoutet. Ich bin also gebürtiger Görlitzer. Habe beim Kraftwerk Görlitz auch das Busfahren gelernt als junger Diplom-Ingenieur. Habe auf diesem Bus gelernt, habe auf diesem Bus Fahrschule gemacht, damals 1980. Deswegen kenne ich die Fahrzeuge und deswegen bin ich so aktuell einer der letzten Saurier, die noch relativ, ich habe einen Fachmann hier, muss vorsichtig sein, relativ sachgerecht das Gerät bedienen kann. Also hier linke Hand, extra auch deshalb der Parkplatz, ist eine sogenannte Rummel.
die Wirtschaft, Gasthaus Moritz, sehr zu empfehlen. Ein kleiner Geheimtipp in Moritz, nämlich. Ja, 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 ja